Hallo, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht so sehr um Norwegen, sondern heute zeige ich euch mal die Weihnachtsgeschenke der Kinder. Und zwar starten wir in diesem Video mit den Weihnachtsgeschenken für unseren kleinen Sohn. Der wird an Weihnachten 1 Jahr und 4 Monate alt sein. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Ja, ich war gerade dabei, die Weihnachtsgeschenke einzupacken. Also ich muss erstmal alles raussuchen, was ich schon besorgt hatte. Ich besorge die nämlich immer recht frühzeitig. Also das habe ich über die letzten Wochen schon zusammengesammelt und musste jetzt einmal alles rausholen, weil ich schon fast vergessen hatte, was ich gekauft hatte für ihn. Und ich dachte, bevor ich die einpacke, zeige ich euch mal, was ich so besorgt habe. Also, unser Kleiner ist 1 Jahr und 4 Monate dann an Weihnachten fast. Er hat natürlich sehr viel Spielzeug schon von seiner Schwester. Wir haben alles aufgehoben, also hier wird nichts weggeworfen. Was er aber liebt, ist alles, was mit Küche zu tun hat, Küchenutensilien. Es ist mir eingefallen, ich hätte noch ein Set bestellen sollen mit so Pfanne und sowas. Ach, vielleicht mache ich das noch. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich für ihn gekauft habe. Er liebt ja Türchen auf, Türchen zu und Tasten drücken. Und deswegen habe ich diese kleine Mikrowelle geholt. Da kann man auch auf die Tasten drücken. Und dann piept es. Ich hoffe, dass das nicht so schwierig ist, für ihn darauf zu drücken. Sondern dass das auch mit kleinen Kinderhändchen funktioniert. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ja. Das ist so eine kleine Mikrowelle. Da ist auch ein kleiner Burger mit dabei und so ein bisschen Kram. Der kann da rein und raus. Er hat nämlich schon eine kleine IKEA-Spielküche von seiner Schwester. Und die liebt er auch über alles. Also damit spielt er wirklich sehr schön. So, die Mikrowelle ist jetzt eingepackt. Ich habe hier so ein Recyclingpapier genommen. Ich finde das ja immer so eine Verschwendung, wenn das alles dann im Müll landet hinterher. Deswegen habe ich diesmal so ein Recyclingpapier genommen. Ansonsten habe ich eigentlich für unsere Tochter immer alles in solche wiederverwendbaren Geschenktüten verpackt. Das mache ich wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder für sie. Außer die großen sperrigen Sachen, die kommen dann in dieses Papier. Ja, dann geht es weiter. Dann habe ich so ein Teil hier, wo man auf die Tasten drückt und dann kommen da diese kleinen Figuren hoch. Ja, das fand ich ganz niedlich. Das kenne ich vom offenen Kindergarten, wo ich damals mit meiner Tochter war. Und sie fand das immer so süß, habe ich aber nie gekauft für sie, weil ich dachte, ja, sie hat ja schon so viel Spielzeug und so. Also Pop-up-Tierchen. Und da habe ich erst gesucht, ob ich das bei Finn finde, gebraucht. Finn ist sowas wie das norwegische eBay-Kleinanzeigen, wo man oft ganz gute Sachen finden kann und Schnäppchen machen kann. Ich verkaufe da auch selber sehr viel von meinen Kindern, also auch altes Spielzeug, womit gar nicht gespielt wird oder eben Sachen, die zu klein geworden sind. Und ich kaufe da auch gerne. Also ich habe da schon öfter gebrauchtes Spielzeug gekauft. Ich habe das auch da gefunden, aber das hätte leider viel zu viel gekostet mit dem Versand. Muss ich ehrlich zugeben. Also gebraucht und dann noch verschicken. Der Versand ist eben sehr teuer in Norwegen und es ist ein bisschen sperrig. Genau, also habe ich das neu gekauft. So, dann habe ich noch was. Und zwar, sowas mag er auch gerne, solche Stapeltürme. Und das hier fand ich ganz spannend. Also er hat so einen einzelnen Turm, aber sowas hier mit mehreren verschiedenen Formen und verschiedene ja, Türmchen und auch welche mit mehreren Löchern, das hat er noch gar nicht. Also ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz spannend für ihn. Genau. Und das hier steht auf 18 Monate, aber ich glaube, da wächst er dann rein. So, das nächste ist ein Holzregenbogen. Sowas ist natürlich toll. Wir haben eigentlich schon einen. Oh, hier steht ab 36 Monate, sehe ich gerade, aber ich glaube, das ist kein Problem, denn er spielt schon mit dem Regenbogen von seiner Schwester. Und so verschluckbar sind jetzt die Teile auch nicht. Das ist ja ziemlich groß. Ja, und unsere Tochter liebt das auch immer noch. Sie spielt auch immer noch so gern damit und, keine Ahnung, setzt da kleine Tiere rein und baut damit und ja, irgendwie wird das nicht langweilig. Und ja, jetzt bekommt er seinen eigenen, damit es nicht weiter Streit gibt um diesen Regenbogen. Ja, natürlich wird sie den auch gerne ausprobieren wollen, aber ja, dann haben wir immer noch den zweiten. Was Witziges gefunden, ich weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Das ist auch so ein Pop-up-Dings. Ich glaube, da steckt man irgendwie die Figuren rein und dann springen die wieder raus. Ja, diese kleinen Pop-up-Tierchen hier nochmal. Das ist jetzt aus Holz und das steckt man, glaube ich, einfach rein und dann springen die wieder raus, die kleinen Tiere. Und das soll ab 12 Monate sein und ich denke, das wird ihm bestimmt Spaß machen. Das sah irgendwie ganz süß und witzig aus. Genau. So, dann kommen wir zum letzten Geschenk. Das sind solche Stapelboxen.
Sowas hat er auch schon von seiner Schwester, aber sie spielt auch immer noch so gern damit. Das heißt, es gibt öfter mal Streit darum. Und das hier fand ich so cool, weil es da noch so kleine Öffnungen gibt und man kann kleine Tierchen reinsetzen. Und die Tiere sind auch mit dabei. Zu jeder Box ist so ein kleines Tier mit dabei. Und sowas hatten wir noch nicht. Also die alten Boxen, die waren komplett geschlossen und einfach ohne Inhalt, ohne Tiere. Und ich dachte, das hier wäre doch mal eine süße Variante davon. Genau. Ja, und dann werde ich ihm, glaube ich, noch so ein Küchenset bestellen mit Bratpfanne und ich glaube, das waren solche Spiegeleier oder sowas und Bratenwender. Ich glaube, da wird er auch seinen Spaß mit haben. Genau, das sind relativ viele Geschenke für ein einjähriges Kind, aber er sieht dann natürlich auch, wie seine Schwester auspackt. Und ja, das sind jetzt auch so die Geschenke auch von den Großeltern mit. Also die Oma, die überweist dann das Geld und ich kaufe dann lieber hier was, weil der Versand nach Norwegen ist ziemlich teuer. Und ich suche dann lieber selbst die Geschenke aus für die Kinder, weil ich ja weiß, was wir schon alles haben und womit sie gerne spielen. Und deshalb machen wir das meistens so. Und dann, ja, suche ich was aus für die Kinder. Ja, im nächsten Video kann ich euch dann vielleicht zeigen, was unsere Tochter zu Weihnachten bekommt. Jetzt mache ich erstmal weiter und packe diese Geschenke alle ein. Ja, ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Wir machen es uns jetzt auch auf jeden Fall gemütlich. Die Tage werden kürzer, man merkt es. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Licht hier in unserem Haus. Also im Moment ist es natürlich wunderschön, wenn die Sonne hier reinscheint. Es ist wirklich hell, aber die Tage werden immer kürzer. Und ich glaube, ich fange jetzt auch bald mal an, so ein bisschen Deko rauszuholen. Weihnachtsdeko, ein bisschen Lichterketten und sowas. Das fehlt uns noch ein bisschen hier im Haus. Noch ein bisschen mehr norwegische Gemütlichkeit. Ja, und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Video dabei seid. Ansonsten sage ich Tschüss, bis bald. Hatte!